Nordkoreanische Propagandabilder an der Wand, eine nordkoreanische Flagge als Deko und sozialistische Malerei auf dem T-Shirt des Barmannes. Das Pyongyang-Café in der spanischen Stadt Tarragona ist einzigartig in seiner Einrichtung und seinem Zweck. Denn das Pyongyang soll als Aushängeschild für Nordkorea in der Welt dienen. Die Medien manipulieren ständig die Informationen über das Land und lügen. Tatsächlich kommen viele Leute her und glauben, dass man als Tourist gar nicht nach Nordkorea reisen darf. Wir wollen diese Mythen und Manipulationen verhindern und ändern. Der 41-jährige Barbesitzer Alejandro Cao de Benos wurde 2002 von Nordkorea zum Sondergesandten für internationale Kulturbeziehungen ernannt. Menschenrechtsorganisationen machen sich wegen des Cafés und seiner Propaganda Sorgen. Nordkorea würde immer noch so gut wie keine grundlegenden Menschenrechte respektieren, so Amnesty International. Meinungs- und Informationsfreiheit gäbe es nicht. Sogar als Tourist hast du in Nordkorea ständig einen Aufpasser an deiner Seite. Du kannst dich nicht frei bewegen und selbst wenn du mit Menschen auf der Straße sprechen darfst, gehören die zum Sicherheitsapparat, der dich begleitet. Sogar die Fotos werden geprüft. Rund 50.000 Touristen besuchen den kommunistischen Staat im Jahr. Ob das Café Pyongyang diese Zahl erhöhen kann, geschweige denn die öffentliche Meinung über Nordkorea ändern, ist jedoch fraglich.